Interessante Dinge, die aus Minecraft gelöscht wurden. Im Jahr 2013 veröffentlichte Mojang ein Troll-Update, das Kampfschilder ins Spiel hinzugefügt hat. Diese Schilder spawnten mit einer zufälligen Schwertverzauberung. Wenn du also ein Schild mit Schärfe 5 gefunden hattest, hattest du eine der besten Waffen im Spiel, da Schilder keinen Cooldown beim Angreifen besaßen und du so deutlich schneller als mit einer Axt oder einem Schwert attackieren konntest. Was ist, wenn ich dir sage, dass es vor 4 Jahren einen Mob gab, das Rüstung tragen konnte, aber eigentlich nicht tun sollte? Ich spreche vom Delfin. Als Delfine ins Spiel hinzugefügt wurden, hatten sie die Fähigkeit, Items aufzuheben. Was also meint, dass wenn du ihnen ein Rüstungsteil droppst, sie es einfach ausgerüstet haben. Dies hat sogar mit einem Schild funktioniert. Da es sich leider um einen Bug handelte, wurde keins dieser Rüstungsteile angezeigt.